Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder eine Neuwagenvorstellung zum Bereich Leichtkraftfahrzeuge. Heute geht es um das Microcar M-Go X. Ich zeige euch hier mal kurz im Vorfeld das Prospekt. Ich erkläre euch heute alles, was von außen ist, was von innen ist und Motor in diesem Video. Jetzt geht's los. Ja, wie ihr das von den anderen Fahrzeugen kennt, wenn ihr das ein oder andere Video von uns schon gesehen habt, fangen wir wie immer von außen an. Also, ich fange mal ganz von vorne an. Es handelt sich um ein Microcar, also Hersteller des Fahrzeugs ist Microcar. Modell ist, was wir jetzt hier haben, M-Go X. Das Modell gibt es in vier verschiedenen Versionen. Dazu gehen wir gleich dann nochmal drauf ein, wenn ich euch das Prospekt zeige. Dann kann ich euch das besser zeigen, als wenn ich das jetzt hier so erzähle. So, wir fangen an, wie immer, sage ich mal, mit den Felgen. Also, wir haben Alufelgen montiert bei diesem Fahrzeug. In 15 Zoll Reifengröße ist 155/60R15. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob ich das in den anderen Videos gesagt habe, wir haben vorne Scheibenbremsen. Ich denke mal, das kann man sehen. Rote Bremssättel haben die, glaube ich, alle, soweit ich jetzt gesehen habe. Haben alle rote Bremssättel. Und hinten genau das Gleiche. Dann ist die Bremse ein bisschen kleiner, ne? Und hier haben wir den roten Bremssattel. Hier oben kann man sehen, ist auch zum Beispiel das Federbein. Filme ich mal ein bisschen rein, damit ihr das mal sehen könnt. Und das ist halt jetzt hier so auch diese Variante, die ist so ein bisschen angelehnt an den SUV. Kann man natürlich an diesen Verplankungen hier sehen. Das ist so, wie die SUVs das heute haben. Auto ist auch ein bisschen höher als wie die anderen, glaube ich. Also relativ gut für alte Leute, die ein bisschen höher sitzen müssen oder hoch einsteigen müssen, weil sie Probleme irgendwie gesundheitlich haben. Aber wir fangen vorne an. Ich gehe einmal rum mit euch. Also schicke Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren. Dann zeigen wir euch darunter mal. Hier haben wir Blinker und Tagfahrlicht in einem. Das zeigen wir euch jetzt mal. Das blinkt wie immer in der Kamera, weil es LED ist. Also nicht wundern, das leuchtet durchgehend. Machst du mal den Blinker an? Zündung an, Blinker an. So, seht ihr, blinkt auch direkt mit. Also das Tagfahrlicht und Blinker in einem. Also oben Hauptscheinwerfer, Tagfahrlicht, unten Nebelscheinwerfer. Gut. Gehen wir weiter rum. Haben in der Seite hier oben haben wir einen Reflektor drin. Ich würde sagen, wir machen auch jetzt direkt vorne weiter mit dem Motorraum. Wir machen mal die Motorhaube auf. So. Also. Natürlich alles wie neu, es handelt sich um einen Neuwagen. Wir haben hier auch den neueren DCI-Motor drin, nicht diesen alten Progress-Motor. Wie ich das in den anderen Videos schon erklärt habe, fangen wir mal hier oben an. Wir haben hier zum Beispiel die Bremsflüssigkeit, wir haben hier den Luftfilterkasten, hier ist der Luftfilter drin. Hier oben finde ich ein bisschen doof, weil hier ein Wasserschlauch drüber ist. Ich weiß gar nicht, wie man hier vernünftig Öl einfüllen soll. Hier drunter kommt das Öl rein. Ein bisschen doof gemacht. Hier unten haben wir den Ölmessstab, hier kann man zum Beispiel den Anlasser sehen. Hier unten ist die Variomatik drunter mit dem Riemen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich filme mal ein bisschen rein hier. Denke mal, das kann man sehen. So, hier oben haben wir Lichtmaschine zum Beispiel. Hier haben wir den Keilriemen. Hier haben wir das Kühlwasser für den Motor. Und hier haben wir das Scheibenwischwasser für die Scheibenwaschanlage, die das Fahrzeug auch verbaut hat. Und ich würde sagen, wir schmeißen den einmal an, damit ihr den hören könnt. Wie gesagt, ich denke mal, ihr wisst, wenn ihr euch damit ein bisschen auskennt oder beschäftigt habt, ist kein Benziner, ist ein Zweizylinder-Diesel. Wie gesagt, der DCI-Motor ist die neuere Version davon und hat Injektoren, was die alten, glaube ich, nicht haben. So, wir machen den jetzt einmal an. Wichtig dabei ist immer, die müssen alle vorgeglüht werden, deswegen dauert das auch immer einen Moment, bis wir die anmachen können. Gut, kannst du ausmachen. Ja, wie gesagt, ein Vorteil von dem neueren DCI-Motor ist natürlich, der läuft eine ganze Ecke ruhiger als wie der alte Motor. Also der alte Motor läuft eine ganze Ecke lauter. So, das war's im Motorraum gewesen. Motorraum machen wir zu. Und dann gehen wir weiter rum. So, ich gehe schon mal weiter rum mit euch. Spiegel haben wir hier jetzt in dem Fall einen ganz normalen Außenspiegel. Der ist von innen, filme ich direkt mal rein hier, mechanisch verstellbar.
kann eigentlich nie kaputt gehen. Ne? Elektrische Spiegel, klar, können kaputt gehen, mechanische natürlich nicht. Wir haben passend zum Dach hier oben, zum schwarzen Dach, hier sage ich mal so eine schwarze Einlage, die auch in schwarz lackiert ist. Farblich habt ihr schon gesehen, zweifarbig lackiert. Unten in diesem, sage ich mal, was ist das für eine Farbe? Beige, Silber, Metallic und oben haben wir schwarz glänzend. Also wie gesagt, zweifarbig. So, dann gehen wir weiter mit euch rum. Türgriffe haben wir nicht, wie in dem letzten Video von dem JS60, dass wir hier einen Türgriff haben. Türen macht man zum Beispiel bei dem jetzt hier auf. Ich zeige euch das mal. Einfach nach oben drücken, ist die Tür auf. Haben wir keinen klassischen Türgriff wie bei dem JS60. Ich persönlich finde den Türgriff zum Ziehen hier wie bei einem normalen Auto besser, aber ist halt Geschmackssache. So, Alufelgen habe ich euch schon gezeigt. Ich würde sagen, dann gehen wir weiter zum Kofferraum. Ich zeige euch erstmal hier hinten noch ein bisschen was. Wir haben die Heckscheibe abgedunkelt. Wir haben die Seitenscheiben links und rechts natürlich abgedunkelt. Finde ich schick. Wir haben einen Heckwischer. Und dann komme ich direkt mal auf eine Frage, die ich die Tage gestellt bekommen habe, irgendwo im Internet. Ich weiß gar nicht, ob das war bei YouTube oder bei Facebook. Hatte jemand gefragt, ob die Fahrzeuge eine dritte Bremsleuchte haben. Also ich kann bei dem jetzt hier definitiv sagen, der hat keine dritte Bremsleuchte. So, hier kann man auch sehen, ne, das ist ein MGO-X mit dem DCI-Motor. Wir haben ja die Rückleuchten auch, zeige ich euch nochmal, schick im LED-Design. Also die sehen schön aus. Lässt du mal los die Bremse, machst mal Blinker an. Ja, also alles in LED. Hier unten haben wir die anderen Leuchten, sprich Nebelschlussleuchte, Rückwärtsgang. Und hier unten kann ich euch noch zeigen, der ist jetzt ausgestattet, der ist gut ausgestattet hier. Der ist ausgestattet mit PDC. Haben wir hier ein PDC. PDC ist Einparkhilfe. Und wir haben hier in der Mitte zusätzlich nochmal eine Kamera. Also der hat Einparkhilfe mit Kamera, also Sensoren und Kamera. So, Heckklappe machen wir hier unten auf. Da gibt es, nee, gar nicht. Das ist die Kennzeichenleuchte. Das ist von Auto zu Auto verschieden. Haben wir hier den Griff, wie bei dem Due 6 Plus. Das machen wir auf. Dann geht der Kofferraum auf. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Schnitt. Wir holen jetzt mal eben Wasserkisten. Ich glaube, viele von euch zu Hause, die jetzt sitzen und sich das anschauen, die können sich gar nicht vorstellen, wie groß der Kofferraum ist. Deswegen werden wir jetzt mal ein paar Wasserkisten holen und mal ein paar Wasserkisten da reinpacken, damit ihr wisst, wie groß der Kofferraum ist. So, wir haben mal eben ein paar Wasserkisten aus dem Lager bei uns geholt und ihr seht, wie ich gesagt habe, hier passen unten von der Fläche her, seht ihr vier Wasserkisten locker rein und die kann man jetzt auch nochmal theoretisch in die Höhe stapeln, weil wir hier natürlich relativ viel Platz haben. Also vom Volumen her würden hier 8 Wasserkisten ausreichend reinpassen. Die Teile kann man hier, damit man es in die Höhe stapeln kann, ganz einfach rausnehmen. Das ist auch nicht das Problem. Haben wir hier einen Teil, den anderen Teil habe ich gerade schon rausgenommen. Also Kofferraumvolumen ist hier ausreichend vorhanden. Diese Rückwand hier kann man auch rausnehmen. Die ist übrigens auch preispflichtig. Und ich glaube, das hier ist das einzige Fahrzeug, wo man den Beifahrersitz komplett klappen kann. Das zeigen wir euch jetzt einmal. So, machen wir mal die Tür auf. Dann gibt es hier unten so einen tollen roten Hebel. Das einmal nach vorne. In dem Zuge können wir euch mal zeigen, wo die Batterie sitzt. Also bei den Autos sitzt die Batterie immer Beifahrerseite unter dem Sitz. So, dann klappen wir den Sitz einmal nach vorne. Dann gibt es einen Hebel an der Seite, den zieht man nach vorne. Und man kann den Sitz, sage ich mal, dass man eine gerade Ebene hat, ich zeige euch das mal von innen, komplett nach unten klappen. So, die Rückwand hier kann man rausnehmen, das habe ich euch gerade schon gesagt. Und somit habt ihr, sage ich mal, eine Ladefläche von hier vorne bis nach hinten durch, also ein Riesenkofferraum. Also smart ist damit echt nicht zu vergleichen. Gut, dann machen wir nochmal einen Schnitt, packen wir die Wasserkisten wieder raus und dann geht's weiter. Was ich immer gerne noch zeige, ist an der Heckklappe, wie hoch die Heckklappe bei den Autos hier aufgeht. Also wir haben hier, wie groß bist du? 1,85. Und man kann hier mit 1,85 super bei schlechtem Wetter oder so, wenn es mal regnen sollte, man es einkaufen, unter der Heckklappe stehen, gemütlich seine Einkäufe einladen. In dem Zuge habe ich eigentlich auch ganz vergessen, die haben hier einen super niedrigen Einstieg. Stehst du mal bitte auf? Mhm.
Also wir haben hier auf Kniehöhe ungefähr den Einstieg. Also wir haben hier einen flachen Einstieg, eventuell auch für Leute, die irgendwie Tiere, also sprich Hunde oder so haben. Ganz wichtig. Also das wollte ich euch dann jetzt an der Stelle nochmal sagen. Und wir zeigen euch das mal in einem Vergleich zu einem normalen Auto. Das haben wir gerade mal ausprobiert. Genau. Also Ladeebene, wir haben hier eine gerade Ladekante hier hinten drin. Also ist super hier, um das Auto zu beladen und eventuell natürlich auch für Hunde, wer Hunde hat. So, wir gehen jetzt hier mal zu einem Vergleich zu einem Hyundai i10 und stellen uns da mal drunter. Da funktioniert das nämlich überhaupt gar nicht so gut, weil da kann man mit 1,85 ja überhaupt gar nicht unter der Heckklappe stehen. Und die Heckklappe ist als solches auch viel kürzer. Also finde ich eine super Sache hier bei dem MGO X. Ist übrigens genauso gewesen bei dem Ligier JS60, also da ist das ähnlich. So, Kofferraum haben wir, denke ich, mal abgearbeitet. Wischer hinten hatte ich euch auch gesagt, dass der es hat. Dritte Bremsleuchte, wie ein Kunde uns bei Facebook, glaube ich, gefragt hatte, hat der jetzt hier nicht. Ich meine, der JS60 hat auch keine dritte Bremsleuchte gehabt. Ne, hat er auch nicht. Gut. So, ich würde sagen, dann gehen wir nach innen. Wir haben hier Fußmatten natürlich drin, die mache ich mal gerade, damit das Auto natürlich nicht dreckig wird. Was ich immer schade finde, hat uns jetzt noch kein Kunde drauf angesprochen. Ich sag mal, wenn man sich ein Auto neu kauft, hat man in der Regel immer Fußmatten mit dabei. Hier sind komischerweise keine Fußmatten drin. Also die Autos werden ausgeliefert ohne Fußmatten, finde ich. Bei den Preisen, die die Autos auch kosten, sage ich mal, ein bisschen schade. Bei den neuen Autos gibt es auch keine Fußmatten mehr. Ja, der Kollege sagt gerade, bei den neuen Autos gibt es auch keine Fußmatten mehr, beziehungsweise sie sind aufpreispflichtig. Die bei uns ein JS60 gekauft haben, die haben sie auch einen Porsche Cayenne gekauft. Ja. Und sogar bei einem Porsche Cayenne gab es keine. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Also wir hatten jetzt einen Kunde, die bei uns den JS60 gekauft hatten. Die hatten sich privat einen Porsche Cayenne gekauft. Selbst da gab es keine Fußmatten mit dabei. Also ich finde das ein bisschen doof. Ja, ich auch. Ja, nichtsdestotrotz machen wir weiter, gehen wir auf die Sitze ein. Wir haben hier wieder Teilledersitze, also hier die Außenflanken, die sind mit Kunstleder bezogen. Der Teil hier ist Stoff und ich sag mal, das ist so ein bisschen atmungsaktiver Stoff. Wahrscheinlich gedacht für den Sommer, dass man hier nicht so schwitzt, also am Rückenteil und hier, wo man mit seinem Popo drauf sitzt. Ja, hier unten auch außen wahrscheinlich. Das ist natürlich der Teil, der in so einem Sitz, sage ich mal, am meisten leidet durch das Ein- und Aussteigen. Damit das wahrscheinlich nicht so schnell oder so stark abnutzt, ist das hier in Leder gehalten. Kopfstützen sind in der Höhe verstellbar. Wir haben einen Sicherheitsgurt, ganz normal, wie ihr das aus einem Auto kennt. Wir haben hier oben noch einen Griff, sage ich mal, zum Ein- und Aussteigen. Und dann zeige ich euch auch direkt hier oben, haben wir noch so ein Zusatzfach. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, um hier, weiß nicht, Parkscheiben etc. abzulegen, haben die anderen auch nicht. So, fangen wir an bei der Türverkleidung. Türverkleidung bei dem hier in schwarz Plastik gehalten. Das ist was, was die anderen jetzt alle nicht hatten, die wir bisher hatten. Also der MGO X und der JS60 auch nicht. Ist, sag ich mal, wenn man fährt, kann man da, sag ich mal, so seinen Ellbogen ablegen. Ist so ein kleines Polster mit so einer, ja, unten Leder, oben Stoff. Türgriff ganz normal, wie ihr das kennt, zum Aufmachen. Hier unten, wie in allen Fahrzeugen, Pioneer-Boxen verbaut. Und dann geht's weiter, würde ich sagen, von innen. So, ich erkläre euch kurz das Tacho. Besonderheit bei dem Auto ist, ob es eine Besonderheit ist, weiß ich nicht. Der ist jetzt hier mit Servolenkung. Ich zeige euch das nochmal, dazu mache ich das Fahrzeug nochmal an. Vorgeglüht ist. Also man kann den jetzt hier lenken. Ich nehme jetzt hier mal einen Finger. Also wir stehen, wir fahren auch nicht oder rollen. Man kann den mit einem Finger lenken. In die Richtung, in die Richtung. Ist eine ganze Ecke leichter zu den Fahrzeugen, die keine Servolenkung haben. Aber ich finde, zwingend eine Servolenkung für diese Fahrzeuge ist auch nicht nötig. Ist genauso wie beim Smart. Beim Smart haben die meisten eigentlich auch keine Servolenkung. Und ich sag mal, die Erfahrung, die wir gemacht haben, die meisten Kunden wissen noch nicht mal, ob die in ihrem Smart eine Servolenkung haben oder nicht. Also fahrbar durch die schmalen Reifen natürlich auch gut ohne Servolenkung. So, jetzt erkläre ich euch nochmal Tacho. Dann haben wir hier oben, sage ich mal, auch das Lenkungszeichen, ne, für die Servolenkung. Das haben die anderen jetzt nicht gemacht. Hier gab es eine vorgegebene Kontrollleuchte. Hier könnt ihr sehen, wie schnell ihr fahrt. Hier haben wir eine Uhr, damit ihr wisst, wie spät es ist. Wir haben einen Tageskilometerzähler. Wir haben eine Tankanzeige. Ich mache mal eben das Radio leiser nebenbei hier. Das erkläre ich euch gleich noch. Ja, und hier kann man sehen, in welchem Gang man ist. So, dann sind wir bei dem Thema Gang. Wir haben wie in allen Fahrzeugen ein Automatikgetriebe.
Ganz einfach zu bedienen, N ist Leerlauf, also wenn ihr steht, D ist, sag ich mal, fahren vorwärts und R ist rückwärts. Ist rückwärtsfahren, erklärt sich, denke ich mal, von selbst. Wir haben elektrische Fensterheber, links und rechts zeige ich euch einmal. Also ganz normal wie aus einem Auto elektrische Fensterheber. Und da wir den DCI-Motor haben, haben wir die Anfahrhilfe. Das heißt, wenn ihr an der Ampel steht, die Kupplung loslasst, das ist wie bei einem DSG-Getriebe in einem Auto oder bei einem Automatikgetriebe, fährt das Auto quasi schon von alleine an. Ich finde es angenehm, haben wir jetzt hier mit den ein oder anderen Kunden schon gesprochen, der ein oder andere mag das nicht. Ich bin ein Freund davon, wer es mag, der mag, wer es nicht mag, mag es halt nicht. So, dann gehen wir weiter auf das Radio ein. Das ist das große Pioneer-Radio, was man in den Fahrzeugen bestellen kann. Kann man hier unten mit dem Handy koppeln. Das habe ich in dem langen Video, wo wir das Vergleichsvideo gemacht haben. Das blende ich an der Stelle mal ein. Gehe ich ein bisschen genauer auf das Radio ein. Mache ich an der Stelle jetzt nicht. Ist mit Touch ganz normal. Wenn ihr das mit dem Handy verbunden habt, habt ihr die Möglichkeit, Navi hier drin zu haben. Ihr habt die DAB Plus Funktion, also ihr habt Apple CarPlay, wenn ihr ein iPhone habt, und wenn ihr ein Android-Gerät habt, habt ihr natürlich die Android-Funktion ganz normal hier drin. Jetzt schält auch direkt mein Handy, nicht irritieren lassen davon. Also wenn es mit dem Handy, sage ich mal, gekoppelt ist, ich habe das mit Android hier schon mal gekoppelt. Ihr könnt es mit Bluetooth natürlich auch koppeln. Hat eine Freisprechfunktion zum Telefonieren. Das Mikrofon dafür sitzt hier oben. Und wenn das, sage ich mal, über das Kabel mit dem Handy hier gekoppelt ist, sage ich mal, spiegelt das quasi das Handy in dem Radio wieder. Was heißt das? Also ihr habt sehr viele Funktionen, die ihr in eurem Handy habt, habt ihr dann, sage ich mal, auch in dem Radio drin. So, ich zeige euch dann nochmal das Handschuhfach, was wir in dem Handschuhfach haben. Handschuhfach so groß wie bei einem normalen Auto. Also, es gibt eine Anleitung für das Radio mit dabei. Jetzt kann ich euch auch nochmal genaue Bezeichnung zu dem Radio geben. Das ist ein Pioneer SPH-DA250 mit DAB. Das ist mit dabei. Dann müssten wir Radioklammern hier drin liegen haben. Ja, die haben wir auch bei jedem Auto mit drin liegen, wenn ihr das Radio mal aus irgendwelchen Gründen rausbauen wollt. Wofür auch immer. Dann zeige ich euch jetzt hier nochmal in dem Radio die Rückwärtskamera, die das Auto natürlich verbaut hat. Dazu machen wir einmal den Rückwärtsgang rein. So, das schaltet dann auch direkt um. Könnt ihr sehen, der Kollege läuft mal hinter dem Auto. Das PDC hört ihr auch, das piept. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Funktioniert also wunderbar. Also, was kann ich euch zu hier drinnen noch erzählen? Das war es eigentlich im Großen und Ganzen gewesen. Ja, hier kann man zum Beispiel sehen, an dem Schalter haben wir die Heckscheibenheizung. Wir haben eine Heckscheibenheizung auch verbaut, wenn es mal gefrieren sollte. Wir haben vorne einen Einwischer. Das hat der JS60 geändert, mittlerweile in zwei Wischer. Könnt ihr euch das Video dazu mal anschauen, wer Interesse eventuell an einem JS60 hat. Ich verlinke euch an der Stelle mal das Video unten in der Infobox. Gerne mal drüber schauen. Es gibt auch ein Vergleichsvideo, wo wir drei Fahrzeuge miteinander vergleichen. Könnt ihr auch gerne unten mal in die Infobox gucken oder bei uns auf dem Kanal, werdet ihr mit Sicherheit finden. Drauf einzugehen ist natürlich auch noch im Punkto Komfort, dass wir auch wie in einem ganz normalen Auto, ich sag mal, ist VW angelehnt, der Schlüssel hier, eine Zentralverriegelung haben. Ich zeige euch das mal vorne am Blinker. So, also ganz normal wie im Auto eine Zentralverriegelung, haben wir auch mit verbaut. Haben alle Autos, glaube ich. So, Schlüssel machen wir wieder rein. Und ich glaube, dann sind wir am Ende des Videos angekommen. Wir werden jetzt gleich noch mal ein bisschen auf das Prospekt zu dem Fahrzeug eingehen und auf die Preise. Dazu werde ich euch noch ganz kurz was erzählen. Ich gehe noch mal mit euch rum ums Auto. Wie gesagt, wenn Fragen sein wollten, definitiv unten die Kommentarfunktion nutzen. Wurde bisher von euch in den anderen Videos nicht genutzt. Ich weiß nicht wieso. Könnte an der Stelle gerne mal ändern. Wer Fragen hat, gerne in die Kommentare. So, dann gehen wir im nächsten Step ein auf die Preise und auf das Prospekt. Ja, so sieht das Verkaufsprospekt aus. Ist auch genau, sage ich mal, das Fahrzeug, was wir euch gerade gezeigt haben, von der Farbkombi her. Ich mache mal auf. Also, wir haben einen, wie gesagt, einen MGO X. Jetzt geht es zu den vier Modellen, was ich euch gesagt habe. Es gibt das Modell als MGO Initial, als MGO Plus, als Plus-Pack-Design und wie wir jetzt hier unten haben, diesen MGO X.
geht eigentlich hauptsächlich hier vorne, sag ich mal, um die Front, die bei dem ein bisschen geändert ist, und um die Plastikradläufe hier, sag ich mal. Das ist so ein bisschen angelehnt an den SUV. So, dann gehen wir mal in die Seriensachen rein, die hier mit verbaut sind bei dem MGO X. Das ist, was ich schon angesprochen hatte, die Karosserie mit spezieller SUV-Optik. Dann habe ich euch gezeigt, die Alufelgen sind inklusive in 15 Zoll. Das sind die hier oben. Die sind mit inklusive bei einem MGO X. Dann haben wir das Pack-Color-Personalisierung außen durch schwarze und rote Details. Rote Details habe ich jetzt nicht gesehen, aber geht wahrscheinlich darum, schwarze oder rote Details. Hier geht es wahrscheinlich darum, dass das Dach, sage ich mal, schwarz ist und innen drin, sage ich mal, die Nähte, sage ich mal, schwarz sind von den Sitzen. Dann haben wir das Flex-It-System. Das ist das mit dem Beifahrersitz, dass man den klappen kann. Also wir haben Kofferraumvolumen hier, kann ich euch jetzt hier nochmal sagen. Wusste ich nicht aus, wenn diese 1500 Liter ist, ist sehr groß. Und wir haben die Ablage über der Frontscheibe oben von innen, das habe ich euch auch gezeigt. So, exklusive, also sprich, was nicht mit an Serienausstattung ist, ist die Servolenkung, die ich angesprochen hatte. Die ist auch preispflichtig. Das große Radio, was da jetzt verbaut ist, ist auch preispflichtig. Der DCI-Motor ist auch preispflichtig. Klimaanlage hat das Fahrzeug jetzt nicht, was wir jetzt hier stehen haben. Kann man auch nochmal auch preispflichtig bestellen. Und das Flex-It-System für den Beifahrersitz ist auch aufpreispflichtig. So, mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu sehen. Dann gehen wir jetzt an der Stelle nochmal auf die Preise ein. Dazu nehme ich euch nochmal mit zum Fahrzeug. Also, wir haben den MGO X. Das sind die aktualisierten Preise von 21 auch schon. Ich lege mir das mal hier hin. Also Grundpreis bei dem Fahrzeug, bei dem MGO X, werdet ihr nicht sehen. Die Preisliste ist wirklich, wirklich klein geschrieben. Finde ich auch so eine Sache. Wir haben hier Preislisten, die man eigentlich fast nicht lesen kann. Ist ein bisschen doof. Ich versuche es aber mal. Also Verkaufspreis für den MGO X ohne Zusatzausstattung sind 12.990 Euro. Dazu kommt die Fracht, also das Auto muss ja versandt werden zu uns, sind 590 Euro. Wir haben den DCI-Motor mit 990 Euro, also grob 1000 Euro kostet der DCI-Motor extra. Mit dieser Easy-Park-Funktion, also sprich dieses Anfahren von der Automatik. Dann haben wir die Servolenkung, die wir jetzt hier drin haben, die kostet 500 Euro extra Aufpreis. Klimaanlage sind wir bei 1290 Euro Aufpreis. Und alles andere, sage ich mal, worüber wir heute schon gesprochen hatten, ist bei dem MGO X inklusive, ne? Bis auf das Autoradio, Touchscreen, CarPlay, Android Audio, Bluetooth, MP3, RDS, zwei Lautsprecher und Rückfahrkamera kostet extra. Das zeige ich euch nochmal, damit ihr wisst, was damit gemeint ist. Das ist das große Radio. Es gibt dann noch eine kleinere Variante. Die kostet 599 Euro Aufpreis. Ja, ich würde sagen, jetzt habe ich genug geredet. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und habt einen Eindruck bekommen zu diesem Fahrzeug hier. Abonniert unseren Kanal, lasst ein Like für das Video da. Wie gesagt, sollten Fragen sein, gerne in die Kommentare unten. Ich bin raus, bis zum nächsten Video. Ciao.